Come back to Dark Souls. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt zu früh angefangen habe zu sprechen, weil ich das Knöpfchen gedrückt habe und sofort angefangen habe zu reden. Na, macht nix. Dann gibt's ja jedes Mal den Spruch. Hier, die blöden Moskitos, die sind wieder da. Die kommen ständig. Ja, was wollte ich denn machen? Ich wollte noch zwei Pyromantie-Zauber von Quelaki kaufen, von der Schwester. Das ist, glaube ich, die Schwester. Hier, die hier. Man kann die auch rumlegen, wenn man will. Dann gibt es noch was Feines. Hier. Aber ich habe mal was gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie und warum ich das gemacht habe oder was ich da gemacht habe. Da hat sie mir das Ding freiwillig gegeben, als Geschenk. Aber ich weiß nicht genau, was es war. Ich weiß nicht, ob die... Ach, das brauche ich jetzt eigentlich nicht mehr da machen, da, den Mister. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo es jetzt weitergeht. Da hinten, überall liegen noch ein paar Items rum, aber ich brauche jetzt erstmal einen... Aha, da. Okay. Ja, ich bin zu schwer, ich weiß. Und das ist irgendwie unverständlich für mich, warum man zu schwer sein soll. Wenn ich mal auf meine Werte gucke, von der Maximaltraglast, das haben die nämlich auch geändert. Erstmal gucken, ob da die dummen Fliegen da kommen. Hier. Ich habe 22 Kilo und 70 kann ich tragen. Also ich habe eine Belastung von weniger als die Hälfte, die ich überhaupt tragen kann. Und trotzdem bin ich zu schwer. Bin ich langsamer geworden, also langsam. Das war vorher, vor dem Patch war das so, wenn man da 36 Kilo hat oder 35,5, jetzt in meinem Fall jetzt, dann wurde man langsam. Aber vorher nicht. Das haben die geändert. Ja. Diese Hirnlosen. Hier unten übrigens. Ja, wenn man da, was soll ich denn jetzt sagen, Mensch? Ach ja, wenn man diese Chaos-Gedöns da hat, diese Chaos-Feuerbälle und Feuerstürme und spricht dann mit dem Pyromanten oben, der uns den wir befreit haben, dann will er das unbedingt wissen und geht dann auch hier runter. Und der greift uns auch wieder an, dann, wenn wir wieder runtergehen. Mhm. Ja, so ist das mit dem Angreifen. Ich sag ja, die Hälfte oder eigentlich fast alle greifen uns an. Irgendwann, früher oder später. Das ist so. Das heißt, der Feuerbahnschrein ist dann ratzfatz wieder leer. Keine Sau mehr da. Weil man sie alle umlegen musste. Warum ist das so hell? Also ich habe das in Erinnerung, dass es alles schon um einiges dunkler ist. Oh. Die sind schwer zu treffen. Wenn sie mal in Bewegung sind, sind sie schwer zu treffen. Ich laufe jetzt einen kleinen Bogen. Ich weiß auch gar nicht, was es da jetzt gibt. Ob da auch eine Seele ist. Das kann ich mir nicht alles merken. Ja, eine Seele. Na gut, das Nodachi, das wiegt natürlich auch noch ein paar Kilo. Wollen die jetzt mir ans Leder? Nein. Wollen sie nicht. Hier hinten. Nicht hier. Hier gibt es auch noch was. Ja, aber es... Ich will erstmal nur die eine Geschichte da erledigen. Und dann benutze ich auch vielleicht einen Heimcat noch oder so. Da steht er ja schon. Hier ist er, unser Freund. Er sitzt mal wieder in der Patsche. Ja. Und das sind auch noch ein paar Freunde. Ich bin ja... Ich werde ja sehen, ob die mich angreifen wollen. Erstmal platt hier. Die droppen ab und zu auch was. Der hier. Und der hier auch. Ja, ich kann ja hingehen. Auch wenn ich jetzt vergiftet werde. Oder auch nicht. Große Scherben. So. Na? Ist eigentlich egal. Ich hab's noch geschafft. So, jetzt sprechen wir den nochmal an. Und er
Geht seiner Lieblingsbeschäftigung nach? Das ist, glaube ich, der einzigste. Also, wenn ich mich so im Spiel hereinversetze, dann ist das der einzigste, den ich kenne, der im Stehen schlafen kann. Sein größtes Hobby. Excuse me, I was so absorbed in thought, I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Na klar, Kollege, hier. Fantastic. Thank you. A saint you are. This Knight of Katarina expresses his deepest gratitude. I shall not forget this. Please, take this. A symbol of my appreciation. Well, our fates do seem entwined, don't they? Perhaps this, too, is the will of Lord Gwyn. So, das mehr wollte ich eigentlich nicht machen. Er läuft uns noch einmal über den Weg. Ich glaube, noch ein einziges Mal dann, ja. Und da muss man ihn auch wieder behilflich sein, sozusagen. Ja, das war es eigentlich hier, was ich hier unten machen wollte. Ich könnte noch... Nein, ich könnte eigentlich noch... Ja, ich könnte euch noch was zeigen. Große Leere. Ich weiß bloß nicht, ob ich das jetzt so machen soll. Oder, ja. Ja, ist gut. Nehme ich die noch mit? Vielleicht gibt es da noch mal ein bisschen was an Schärfen. Nein, die ploppen nicht. Wenn die ploppen, dann lassen sie vielleicht was fallen, aber die ploppen nicht. Ja, okay. Also, dann gehen wir hier den Steg hoch. Hier gibt es auch noch irgendwo. Hier liegt auch noch irgendwas rum, da irgendwo in den Ecken da. Aber ich will das jetzt nicht haben. Und das will ich, glaube ich, auch nicht haben. Ich bin mir eigentlich... Aha, habt ihr gesehen? Eine versteckte Mauer. Das ist eine Geheimtür. Und man denkt sich jetzt dann wahrscheinlich... Oh, die Kiste ist da drin versteckt. Mehr gibt's da nicht. Leute, also die es nicht kennen, das Spiel. So mal, doppelte Menschlichkeit ist das. Die das Spiel nicht kennen, würden jetzt wieder umdrehen. Und zurücklaufen. Und das natürlich auch aufnehmen. Aber das ist ein Plankschild. Ein Holzschild. Ich weiß gar nicht, wofür man das braucht. Der Bettler am Anfang bei der Charakterauswahl, der hat das Gleiche. Und wenn ihr hier jetzt... Oh, Wunder. Da geht's da weiter, tatsächlich. Genau. Da geht's weiter. Das ist richtig. Hier geht es weiter. Und da hinten... gibt's gleich Punkte. Obwohl man nichts macht. Das haben sie auch gepatcht. Na sag mal, die ganze Überraschung ist ja weg. Weil normalerweise, wenn man da runterfällt und da runterspringt, dann gibt es Punkte. Normalerweise. 400, glaube ich, waren es. 400 Seelen. Oh, was heißt Punkte? Seelen. 400 Seelen. Ich entzünde das Feuer. Und ich setze mich dahin jetzt. Und erhole mich. Ja. Ich habe auch keine Ahnung, wieder wann ich gedrückt habe. War es 20? Dann bin ich jetzt schon wieder 11 Minuten aktiv. Das kann nicht sein. Das war bestimmt 25. Das Problem ist halt, ich will einfach versuchen, auch das die 15 Minuten einzuhalten. Weil wenn das länger ist, das ist echt so elend mit dem Upload immer. Das dauert so lange. Und hier die scheiß Balanciererei. Ich hasse das wirklich. Ich hasse den Mister. Es ist zwar beide Wege, wenn man vorsichtig ist. Dann sieht man hier Kristallechsen überall rumdingens da, rumlungern. Auch hier irgendwie. Ich weiß, da kommen wir irgendwie hin. Ja, ich weiß, glaube ich, nicht mehr wie genau. Ich weiß jetzt nicht, ob man sich da runterfallen lassen, dann kann man da hochlaufen zu diesem Weg und sich dann da runterfallen lassen kann. Aber apropos runterfallen, fällt mir gerade was ein. Ich muss gerade mal gucken, wo das ist. Hier, glaube ich.
Ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Höhe ist. Aber wenn ich drauf gehe, dann... Naja, da unten ist nämlich was. Da gibt es einen Ring. Ich probiere es einfach. Ja, so. Jetzt, ey, hörst du auf? Ich habe da gedrückt, als ich gesprungen bin, dass ich roll, also ich möchte rollen, wenn ich aufkomme. Ich weiß nicht, warum das auch Angewohnheit, aber ich glaube, man bekommt dadurch weniger Schaden, wenn es denn wirklich so stimmt. Ja. Nun gut. Aber er ist nicht gerollt, er hat dann auf einmal angefangen zu rollen, nachdem ich hier den Ring holen wollte. Was soll denn das? Bist du bescheuert? Oh. Also, wenn ich hier jetzt nicht rauskomme wieder... Ich will da auch nicht unbedingt... Ah, doch, geht. Man muss ein bisschen Schwung nehmen, dann geht das. Also. Ich kann jetzt weiter runter gehen. Oder ich kann nochmal nach oben gehen. Diesen... Ich weiß aber jetzt gar nicht mehr. Diese Echsen da, die finde ich jetzt auch nicht mehr. Da unten liegt auch noch was, ja. Das sind jetzt meistens nur noch Brocken oder so. Da zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, wie man da hinkommt. Ich könnte jetzt den Drachenbogen nehmen. Und hoffen, dass die mit einem Schuss platt sind. Ja, bei den 27 Pfeilen, also das ist echt ein Unding. Zumindest die eine könnte ich da eventuell treffen. Natürlich nicht. Das ist zumindest eine gute Sache. Am Patch, so finde ich nicht schlecht. Weil man braucht es nicht aufnehmen. Man kriegt es einfach. Das ist nicht schlecht gemacht. Der Bogen ist zu langsam, wenn ich jetzt... Weil ich weiß ja nicht, wie ich da jetzt rüberkomme. Da oben hätte ich mich irgendwo runterfallen lassen müssen. Dann wäre ich da irgendwo hingekommen. So wie ich es euch gezeigt habe. Jetzt muss ich bloß aufpassen, dass die mich nicht... Aber ich glaube, die erreiche ich gar nicht. Mit meinem Bogen. So wie es ausschaut. Nee. Also lege ich den Bogen wieder ab. Nehmen diesen hier wieder, den Mondlichtbogen, kann ich ja leider nicht benutzen. Da fehlen mir die Werte. Die guten, alten Werte. Ja. Da vielleicht erreicht man. Hörst du auf? Hat geklappt. So, jetzt habe ich die auch. Da müsst ihr jetzt aufpassen. Ich weiß es nicht. Ich gucke gleich mal nach, lieber. Ist mir sicher, ist sicher. Wie es mit der Fluchresistenz aussieht. 126 ist nicht allzu viel. In New London liegt irgendwo ein Ring rum, der Fluchresistent noch ein bisschen aufwertet. Um 50 Punkte, glaube ich. Mal die Frösche. Hey, was ist denn das? Also jetzt bin ich wieder völlig von der Rolle. Ja, diese Frösche können einen verfluchen. Und das ist kein Segen. Das ist ein Fluch. Wieso hat das jetzt nicht geklappt? Komisch, Schaden habe ich bekommen, aber der Stürzangriff hat nicht geklappt. Die Jungs da. Die Frösche, die droppen dann das Auge des Todes, oder wie das heißt, glaube ich. Kann man aufheben und kann man den dann benutzen bei Nito, wenn man sich seinen Eid beitretet. Dann kann man den Eid vertiefen. Ja, das geht. Mit diesem Auge des Todes, oder wie das Ding heißt, glaube ich. So, jetzt geht es hier noch weiter runter. Also ich hole dies. Da ist auch nochmal eine Echse. Aber da komme ich jetzt nicht hin.
Der einzigste Weg ist jetzt aber bis dahin, hau die ab wahrscheinlich. Runterspringen mit einem Stützangriff. Wenn man das langsam macht, dann schafft man das. Wenn nicht, dann ist die nämlich weg. Oh, das ist sehr selten. Und ich freue mich riesig. Eine graue Scholle. Das ist klasse. Eine graue Scholle, die braucht man dann, wenn man zum Beispiel eine Blitzwaffe hat, wie dieses Nodachi auf plus 4. Dann kann man es nicht mehr aufwehren, dann braucht man eine graue Scholle dazu. Die sind sehr selten. Getroppt werden die noch seltener. Ich kenne zwar ein, zwei Stellen, wo man die bekommt, aber dass die so getroppt wird, ist ja cool. Ja, da freue ich mich aber. Ah, super. Ich lehne mich gerade ein bisschen zurück. Ihr versteht mich bestimmt noch, aber nicht mehr so laut. Aber mir tut mein Rücken weh. Ich glaube, ich habe 20, 25 angefangen, dann sind es jetzt schon wieder 14 Minuten rum. Kann das sein? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Also jetzt habe ich die Uhr wirklich mir vor die Nase platziert, der Wecker, und guck trotzdem nicht drauf. Da geht's jetzt runter. Das mache ich noch. Ich gehe noch da runter. Da passiert ja noch gar nichts passiert hier. Ah, Mann. So, und dann geht's auch nochmal runter. Da passiert auch noch nichts, weil ich bin ja, wäre ich jetzt nicht unsichtbar, dann würde sofort da ein Frosch angewetzt kommen und würde da unten da rumlungern und wild am Rennen rum sein, da Dingsbums halt rumrennen, da halt gegen die Wand. Ja. Ich glaube, wenn ich das hier erledigt habe, mache ich doch sicherheitshalber einen Cut. Weil ich bin mir echt nicht sicher jetzt. Ich will nicht solche fetten Dateien haben. Und schneiden will ich ja auch nichts. Ich bin ja kein Schneidkünstler. Ich habe mir jetzt zwar mal ein Programm gekauft, aber da kann man ein bisschen schneiden. Aber man kann nicht viel damit machen. Und das war eigentlich war es zu teuer. Für das, was das Programm kann, war es zu teuer. So, Freunde der Nacht. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon spiele. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht bin ich auch erst gerade 10 Minuten wieder aktiv. Wenn ich zu viele Folgen aufzeichne, dann weiß ich nicht mehr jetzt, ob die Folge jetzt lang war oder die andere Folge lang war. Ja gut, egal. Also, da unten sind nochmal Frösche. Da ist irgendwo eine Leiter. Man kann auch runterspringen, da irgendwo hier zum Beispiel. Man kann versuchen, diesen Ast da zu erreichen. Und dann gibt es da nochmal einen Brocken, ein grauer Brocken, ein weißer Brocken und ein blauer Brocken. Ich habe keine Ahnung, irgendein Brocken halt ein farbiger. Wenn man Pech hat, rutscht man ab. Und wenn man noch viel mehr Pech hat, dann kommen die Frösche und nebeln einen ein und man ist verflucht. Also man kann auch die Leiter benutzen. Daher ist der Ring des Nebels wirklich sehr, sehr gut. Ein gutes Item. Okay, das soll es gewesen sein fürs Erste, für heute von mir. Und deshalb drehe ich jetzt am richtigen Knopf und mache mein Sprüchlein. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch oder abonniert meinen Kanal. Ja, jetzt hat's geklappt, weil jetzt habe ich wieder das andere Mikrofon angeschlossen und das ist am richtigen Anschluss. Das heißt, meine Hand war auch am richtigen Dreher. Die richtigen Knöpfe gedreht und schon klappt das. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch was. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bye bye, euer Sanfinkull.